Jo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Heute wieder mit Ranson Denson, aka Fresh Dumbledore. Im Grafton Farmhouse, glaube ich. Unser Geist ist der George Jackson. Der Bruder von Michael Jackson. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Hast du gut gemacht, René. Echt gut gemacht. George Jackson. Der George. Ja, dann auf geht's. Jetzt streng dich halt einmal an, René. Ja, mach mich gleich im Klo. Gib mir ein Zeichen. Die Abort-Taste. Ja, gleich hier, ey. Gleich ja, hier ich glaube auch, hier war ein Step. Nice. Gib mir ein Zeichen. Schreibe in das Buch. Gib mir ein Zeichen. Ich suche mal einen Knochen. Na hier, mein Gasbereich. Gib uns ein Zeichen. Oh, oh, da ist er, da ist er. Ich habe keine Kamera, der steht hier. Wo denn? Ja, hier, bei mir drüben. Durch die Küche durch. Oh, Leute. Jetzt weiß ich nicht, ob du im Weg warst. Nee, warst du nicht. Also warst du schon, aber. Oh, da hat die Tür wieder ein. Der hat wieder eine Drehtür eingebaut. Oh shit. Was ist los? Ja, ne. Jetzt finden wir von dem Fingerabdrücke oder sowas. Ja, vielleicht ist er doch eher noch. Reinzeichnen. Schreibe in das Buch. Gib mir ein Zeichen. Jetzt kommt es wieder von rechts hin. Schreibe in das Buch. Und die Tür war offen. Und dein Klavier hat auch gespielt. Gib mir ein Zeichen. Georgie Boy, gib mir ein Zeichen. Kannst du mich hören? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Kannst du mich hören? Wie alt bist du? Motherfucker. Bist du hier? Kannst du mich hören? Oh, EMF. Trigger bei dir? Hier ist er gerade gespawnt wieder. So, haben wir schon überhaupt einen Beweis? Nö, weil wir so gut sind. Ich hab schon den ganzen Fotoapparat verschossen hier. Und eine Kamera aufstellen lassen. Ich will nicht sterben. Kruzifix als Bewegungssensor. Probieren wir es mal mit Bewegungssensor gleich. Wo rennt denn da rum? Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Wo bist du? Box. Ach, nein.
Juh. Leiei. Leiei. Zweites Buch, Eli. Vielleicht morgen eins, ne? Oder meins. Okay, das hat noch nicht gezählt. Da läuft jetzt René durch. Schön durch den Bewegungssensor durch. Und noch einmal. Lump. La 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 la. Beides ist so. Geht's nicht? Okay, hat der Bewegungssensor gezählt? Nope. Ist ja belastend. Yep. Der Geist da oben ist ja auch nicht ruhig offen. Dies ist ein interessanter Geist. Ziemlich gut unterwegs. Ein Döschen. Schreibe in das Buch. Gut verdammt. Buch geschreibt. Oder? Jetzt. Okay, Bewegungssensor hat gezählt. Schauen wir mal, welcher, ob er nochmal durchläuft. Kannst du es auch noch abchecken? Weil ich glaube, der ist wirklich. Ganz ehrlich, ich bin so lange schon wieder Wochen so mit meiner Augen drin. Ist das jetzt eine Ausrede oder was? Schauen wir mal da. Ich sag nix. Und den Sensor läuft er auch nicht mehr. Was ist das für eine Wurst? Na gut, ich gehe nochmal rein. Der hört ja auf die Box. Ich versuch's mal mit der Box ein bisschen einzugrenzen. Das ist ja schon wieder doof, ne? Schreibe in das Buch. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Meine Kamera war im Wohnzimmer. Wo bist du? Wohnzimmer würde ich jetzt ausschließen, tatsächlich. Er hat ins Buch geschrieben. Wo bist du? Wie alt bist du? Sinn. Wo bist du? Gar nicht mehr drauf. Wo bist du? Fingerabdrücke und gefrierte Temperatur, ne? Wie alt bist du?
komme mit EMF5 bis vor die Tür, Alter. Wir haben eine Uni. Ja, guckst du, wie du guckst, hä? Doch gefrierte Motoren aus. Nö, EMF und Buch. Löft. Gib mir ein Zeichen. Ah, mit dem Teil kannst du sehen, wo er ist. Hier links. Jetzt ist er hier. Oh, ist er wieder weg. Meinst du? Da kommen fünf. Schau. Ist er, wo das kannst du ausloten. Das ist voll crazy. Meinst du? Ja. Der ist fest. Aus hier. Hier an der Treppe. Sechs. Thanks. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Ich glaube, die Kruzifix liegen gut. Ach, du sollst sie auch schon durchmarschiert. Was schon mache ich, keine Kamera. Bitte? Wir haben mehrere Fotos, wir sind mit allen Aufgaben durch. Ja. Abfahrt. Nice. Sehr schön. Jo. Hat alles ganz gut geklappt, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Nee. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Reingehauen.